Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn. Es regnet und wir haben in der letzten Folge hier so einen Sägezahntypen gelegt, aber easy, ja, mit Sprengfallen. Bisschen hinterrücks, aber das ja, darf man ja, also ist ja nicht verboten, ne? Ist nicht verboten. Oh, da gucken, ob ich irgendwas sehe. Ja, was machen wir jetzt, Freunde? Ist jetzt gerade die Frage. Wir gehen hier in die Berge, ne? Genau. Ja, das hier weiß ich immer noch nicht. Falls Dan darauf geantwortet hat, die Aufnahmesession ist immer noch dieselbe. Somit kann ich da nicht viel zu sagen, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach da in die Berge und gucken mal weiter. Aber dieses Bechergedöns scheint es häufiger zu geben. Werde ich schon rausfinden, wie das geht. Ne? Ist ja jetzt nicht. Das ist schon über den Fluss. Ist hier keine Bridge? Also hier geht es einfach rum. Hier. Ja, wieder astreines Wetter hier. Zum Glück sind diese Landen dafür bekannt, schnelle Wetterumschwünge zu generieren. Entschuldigung. Warte mal. Ist hier irgendwo? Unseren Heelsacker immer wieder ein bisschen voll machen. Seid doch dämlich. Alter, was ist mit ihm denn nicht richtig? Was geht denn hier ab? Alter. Was ist hier los? Ja. Was ist denn hier, ey? Habe ich plötzlich halbe Becken irgendwie an der Achse. Alter, was ist los? Oh nein. Ernsthaft, das ist mein letzter Speicherpunkt. Wollt ihr mich verarschen? Ach nee, ey. Oh, ist das lächerlich. Jetzt kann ich den scheiß Sägezahn nochmal killen. Dann ist ja kein Problem, aber ist doch dumm. Sonst speichert er alle Nase lang und jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr was. Mega nervig. Eigentlich ein Dreier wahrscheinlich schon. Hier, du Moron. Oh Gott, scheiße. Das ist eben deutlich besser gelaufen, würde ich fast sagen.
Pfeil, ey. Zack. Ja toll, jetzt haben wir aber nur ein leuchtendes Geflecht, weißt du? Eben halt übelst unseren Bogen verbessert und jetzt nur Schrott. Das ist doch scheiße, wirklich. Das ist doch gequälte Scheiße. Oh, das nervt mich jetzt wirklich. Sehr doll. Aber was willst du machen? So ist das Spiel. Doofer Angriff. Doof gestorben. Tja, so ist das, ne? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ich habe hier auch einen ganz falschen getroffen, merke ich gerade eben. Mit der Dings. Mit dem Explosionsdings. Ach, ja, schade. Blöd gelaufen. Naja, jetzt gehen wir jetzt trotzdem da hoch. Hilft ja nichts. Kriegen wir halt wann anders eine Verbesserung. 60% Handhabung war schon ganz geil, ne? Das nervt mich jetzt wirklich. Sehr doll. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich habe übrigens den, den Dings, glaube ich, nicht modifiziert, ne? Denn die Tragekapazität von den Modifikationen, das wollte ich, haben wir ja in der letzten Folge gemacht, aber das jetzt auch. Damit wir da nicht in die Bedrohung kommen. Jetzt wird sie wieder schneemäßig oder was? Aber ich die Seile auch hochnehme. Nö, Brilli, nö. Da oben ist jetzt, was ist das? Nee, ich, ne? Das ist nicht, ne? Warte, nein. Mal reden. Ist das wieder ein Säbelzahnviech? Oh ne, stopp, ey, ich hab wieder nicht gespeichert, ey. Ist das einer? Nee, das ist nur Plünderer, ey. Easy. Gewinderer. Ja, ich bin es. Dein Tod. Ja, der Nische. Alter, nimm es. Was ist hier los? Ja,
Genau, schlägst aber daneben, ne? Ist mega gut. Ist mega geil. Alter, ist ne. Warum muss ich hier an solche Klippen kämpfen? Mann, ey. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ich muss hier noch weiter. Wo ist denn das Lagerfeuer hier? Ich habe überhaupt keins gesehen. Hier ist es. Können wir mal speichern. Ah. So. Speichern und aufwärmen. Nicht schlecht. Hilfe! Ja? Wer? Ich bin eingesperrt. Ich loote erst, da komme ich. Nicht, dass du mir das weglootest, wenn ich dich rauslasse. Bitte! Ist da jemand? Jo. Aha. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Doch klar. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Ausgestoßene? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Oh. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Ich brauch die Weide. Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Ah, sehr, sehr schön. Ich habe Jun gefunden. Suche Spuren. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Ja, dann gehen wir den Spuren mal nach. Entschuldigung. Oh Gott. Kleiner Nieser. Alter. Jawohl! Schieß nochmal! Soll ich die töten oder? Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Was mach ich denn jetzt? Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Alter, wohin schießt du denn? Was ist das jetzt wieder? Guter Schuss! Was ist das eigentlich für ein Viech wieder da? Ist das wieder so ein Knallen? Also ich mache so ein... Es gibt so ein Feedback, ja? Aber macht nur 5 Damage.
weiß nicht, wo der jetzt hingerannt ist, da der eine. Aber Hauptsache weg, wa? Komme ich hier eigentlich wieder hoch? Das nehme ich mit. Boah, Loot, du dumme Sau, ey. Ganz im Auge behalten! Alter, was ist das? Genau, jetzt kommt er. Alter, was sind das für Pfeile, Mann? Wieder so lächerlich. Was bringt mir die Ausreichrolle, wenn er einfach trotzdem wie so ein Affe da rumdödelt? Heißt eigentlich dieses. Toter Schuss! Fällt es! Ja! Urmutter sei Dank! Darunter hast du den Putzbaum von dem gesehen. Alter, Ungenuss. Putzelbaum hier runter, ne? Das ist der Typ. Wir sind dir dankbar, nee, sofern halt's Maul, dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Bin gegen Tut euch. Er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Hm. Das könnte ein Problem sein. Gib mir die. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Mhm. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Ja, nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst. Und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr
gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. So, wir haben viermal Traumweide. Du hast uns besser behandelt, als die Stammmütter es je tun würden. Gekriegt. So, jetzt gucken wir gerade mal, wo hier so ein Feuer ist. Da, okay. Dann gehen wir mal zurück zum Feuer und dann speichern wir und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Weil jetzt ist erst einmal finito für heute. So, haben wir wieder ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Nee, ich rede noch nicht mit dir. Ich muss zum Feuer. Ja. Da ist es. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann müssten wir eigentlich hier starten. Und bis dahin sage ich tschüss, macht es gut, euer Brilli.